jetzt. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Nether, wo wir uns hier gerade, ja, die Nacht ausverbracht haben hier im Outpost. Genau, in der Dunkelheit. Aber wir sind jetzt wieder auf dem gleichen Server. Das war ja letztes Mal so ein bisschen ein Problem. Siehst du mich schon? Ja, ich sehe dich. Du rennst an der Brücke entlang und ich bin hier oben. Ja, der Rumpel ist gestorben, dann ist er irgendwie auf einen anderen Server gekommen oder so, wie auch ja, immer. Ja, ich habe das aus Versehen den falschen Server angeklickt, weil die heißen hier, aber die haben ja immer bestimmte Namen. Wo treffen wir uns denn jetzt mal? Ich sehe dich nämlich noch nicht. Oh, was kann ich denn hier traden? Lass uns bei dem Grün treffen. Ja? Ich habe gerade mal mein Messer aus der Hand genommen. Das sieht ja super geil aus da hinten hier, wie das so in die Nacht gehüllt ist mit den Rauchen. Wo bist du denn? Erinnert mich so ein bisschen auch an Mad Max. Diese Outposts, diese Überlebenden. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also Mad Max, Last of Us, ein bisschen Fallout natürlich auch am Start. Bin hier oben gerade, ich komme jetzt. Ah ja, warte, stopp, bleib stehen. Ja. Hier komme ich. Ah, da bist du. Guck mal, was ich hier schon hab. Melee. Oh, eine dicke Axt. Ja. Was sind die aufgetrieben? Die habe ich gekauft für $20 und dann habe ich diese hier noch. Cool, dann kann ich mir die besser auch kaufen. Die ist bestimmt stärker, oder, als das Messer? Ja, einiges stärker. Und es gibt auch ein Brecheisen. Musst du mal das Global Inventory. Das kann man mal zeigen in den Store. Und hier sehen wir jetzt, was man alles kaufen kann. Das meiste ist leider schon sehr teuer. Das Brecheisen für 20, ich habe $21 leider nur. Die Axt kostet 25, vielleicht spare ich dann lieber noch ein bisschen. Ich kann dir die Axt einfach kaufen. Ich habe nämlich $85 noch. Ach cool, ja. Hier gibt es auch Items, Alter, so Hüte und Helme und so. Ja, genau, es gibt unglaublich viele Sachen schon. Hier sieht man, Hammer. Ich scroll da gerade mal durch. Und wenn man ganz runter scrollt, dann siehst du auch irgendwo, ach geil, hier gibt es so eine Wikinger-Axt. Wie geil ist das denn? Und ein Katana. Warte mal. Nee, die Wikinger-Axt fand ich auch nice. Damage 330, 375. Ich glaube, das muss ich mir kaufen hier. Shadow Slayer, das hole ich mir jetzt auch. So. Powerful Slashing, a curved. Was hast du dir geholt jetzt? Shadow Slayer. Ich hole mir jetzt mal einen Katana. Wo taucht das denn auf? Wardrobe Arms? Purchase. Hä? Das hier Cell. Brauchst du jetzt noch Kohle oder hast du... Ja, wäre super. Ey, cool, ich kann noch einen Gleiter kaufen. Genau, aber der Gleiter kostet ja 300. Nee, aber der kostet einen... Was ist denn das? Andere, nee, das ist dieses Dollar, andere, das ist irgendwie so eine Ingame. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, was die damit vorhaben. Aber davon habe ich auch 46 und so kostet das nur einer. Ich kaufe mal gerade. Du hast 46 von den Dingern? Ja, und jetzt habe ich einen. Aber hast du den Gleiter, die jetzt... Wing Glider habe ich gekauft. Würde ich mir ja lieber was anderes holen. Wenn du 46... Nee, der kostet ja nur einen. Genau, wenn du 46 von den Dingern hast, dann kannst du dir ja richtig geile Sachen kaufen. Jetzt kannst du mal gucken. So Ausrüstung und warum so. Warum habe ich so 46 von den Dingern? Ich glaube, weil du das in einem Pack gekauft hast, als du Early Access oder was weiß ich gekauft hast. Da haben die das damals. Vielleicht habe ich dann welche geschenkt bekommen, ne? Genau, ja. Das habe ich ja voll. Ey, geil, da habe ich einen Wing Glider. Da könntest du uns mal beide Helme kaufen. Das wäre eine geile Sache. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, das Geld jetzt auszugeben und das lieber aufzuheben für richtig geilen Scheiß. Ja, können wir auch machen. Also, wir kacken jetzt ab, wir sind jetzt noch voll noobig, aber ich guck mal gerade, was es noch gibt so. Also, was wir halt brauchen, ist eigentlich Verbandszeug, aber das ist so teuer, guck dir das mal an, ey. 75 also Dollar, dann kriegst du 100 Health wieder. Das ist echt Die Waffen wenig. Kann ich mir kaum kaufen für das hier. Leer kann ich mir kaufen, das ist natürlich auch alles nice, aber... Oh, Rifle Frame. Sieht auch geil aus. Und wie sehe ich denn aus, mein Charakter? Habe ich so eine Maske an eigentlich? Ja, ne? Diese Anarchist-Maske, die... Habe ich an, ne? Ja, irgendwie so eine... Irgendeine Maske, ja, genau. Was das genau ist, weiß Alter, ich nicht. Alter, du brauchst für die normalen Waffen echt Kohle. Also, ich kann sie nicht mit diesen Diamanten, nenne ich sie jetzt mal. Ja, pass auf, dann gebe ich, dir einfach meine Axt. Was hältst du davon? Ich kann doch das Messer erstmal nehmen, das geht auch. Nee, aber die Axt ist ja wesentlich besser. Essen. Die Axt macht 300... Nee, die kannst du kein Essen kaufen. 330 Schaden, aber ich habe genug Essen. Ich habe zwei Chips-Tüten und eine Red Bull-Dose. Ah, gut zu wissen. So, geh mal aus dem Menü raus. Dann gebe ich dir nämlich mal hier, drop ich mal meine Axt, dann nimmst du dir die mal. Weil die cool. ist dann doch ein bisschen geiler. Grim Reaper. Als das Küchenmesser. Musst du nur noch auswählen. Und ich habe jetzt noch einen Katana mir genommen. Ja, ist auch ganz nice. Das macht richtig Damage. 330 Schaden, wenn man... Wow, die Axt ist nice, Alter. Sieht gut aus, ne? Du siehst auch sowas von fies aus, wenn ich so jemanden in der U-Bahn begegnen würde. Alter, dann hätte ich Angst. Mit der Anarchistenmaske und der Axt. Okay, lass mal einen umnatzen. Ja, aber hallo. Ey, wie rüste ich denn jetzt ganz kurz? Ich würde mal gerne den Wing Glider eigentlich einmal ausprobieren.
Das weiß ich jetzt nicht. Das musst du wahrscheinlich in irgendeinen der Slots reinziehen. Ranged, Melee, Right Arm, Side Arm, irgendwie sowas. Da müsstest du es wahrscheinlich reinziehen. Ich weiß es allerdings nicht. Vielleicht Ah, warte mal, ich tue es mal in Quick Slot 4. Reload, Toggle, Flashlight, Sprint. Sehe ich jetzt momentan auch nichts. Ich sehe schon, der Sarazar fliegt jetzt leicht da runter und stirbt, weil sich ein Bein gebrochen hat. Ja, ich sehe das auch schon kommen. So, also normalerweise sind hier... ich kann den irgendwie nicht aktivieren, vielleicht ist er ja noch nicht freigeschaltet oder ich brauche eine spezielle Absprungrampe, ich weiß es noch nicht, das gilt es natürlich noch herauszufinden. Normalerweise sind hier noch so Pakete überall, die wir aufsammeln können und die abgeben können dann irgendwo anders. Und dadurch kriegen wir dann, das sind diese Trade-Sachen, ich sehe die jetzt momentan bloß gerade nicht. Da ist ja gerade auch ein bisschen dunkel hier drin, ne? In der Höhle. Aber wir finden uns hier irgendwie schon zurecht. In der also Höhle, Outpost, ohne Dach. Hier, denen sollen wir dann so Pakete, hat man in der letzten Folge schon gesehen, genau, dass wir denen so Pakete genau, aber normalerweise liegen die Pakete hier überall rum und ich sehe jetzt kein einziges Paket, dummerweise. Mal gucken, da drüben sehe ich auch keine Pakete. Nö. Sollen wir denn jetzt rausgehen oder willst du warten, bis es Tag wird? Weil wenn wir jetzt hier runtergehen, dann sind wir raus aus der Safe Zone. Vorsicht, 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 Vorsicht. Zurück in die Safe Zone. Was denn? Komm zurück. Rechts. Was hast du? Links. Da. Bin protected. Ja, aber da siehst du den rechts von dir. Warte, nee, den mach ich platt. Guck mal, ich hab mir den nämlich schon angelegt. Guck mal hier. Ich hab ihn nicht getroffen. Vorsicht, einmal nur draufschlagen, dann weg. Ja, aber wir sind hier noch in der... Warte. Exiting. Ja, jetzt weg. Nein. Oh, ich hab doch gesagt weg. Ja, nee, ich bin auf die falsche Taste gekommen. Aber er hat mir nichts gemacht tatsächlich, er hat mir nichts abgezogen. Selbst mir hat der noch was abgesäbt irgendwie. Nee, ich war wohl noch protected, glücklicherweise. So, ja dann laufen wir... Vorsicht, links vor dir, links. Ja, den mache ich auf platt. Boah, der Sarazar geht hier voll drauf, ey, volle Kanne. Okay, Achtung. Ist ja widerlich, das Zeug. Sollen wir mal hier runtergehen? Da können wir mal den Untergrund zeigen. Jetzt ist ja sowieso relativ düster. In 10 Minuten soll hier irgendwer was angreifen. Ja, das wird aber immer angezeigt auf der Karte, wo Alter, wir brauchen eine Taschenlampe. Stopp! Lass uns erst in den Outpost gehen. Ich hole uns bei eine Taschenlampe. Ah, geil. Der Sarazar hat heute die Spendierhosen an. Die gibt es nämlich auch für das Go. Weißt du? Deshalb habe ich bestimmt, weil ich das Spiel damals so mega früh schon gekauft hatte, weil es mich damals schon interessiert hat. Und deswegen gab es da, glaube ich, so ein Bundle, dass ich dann, wenn es Beta kommt. Aber es wird jetzt auch wieder hell gerade, ne? Dass ich dann so Special-Dinger kriege. Ja, ist aber nicht schlimm. Hat man die Nacht mal ein bisschen hier im Outpost. Die sollten wir eh. So, ich muss hier, kann ich mich doch einfach vorstellen, müsste auch das Global Inventory kommen, oder? Ich hoffe doch. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, es kann sein, dass oben. Du nach oben gehen musst, ja. Ja, tatsächlich. Ja. Guck mal, da ist ein anderer Spieler. STKR. Peter, ja, den habe ich schon mal gesehen, glaube ich. Oder? Es gibt jetzt das nämlich ist also ein Clan, die sind ja mehr. Genau, es gibt so Tribes inzwischen. Ich weiß nicht genau, wie man sich den verschreibt. Man Stimme. Kriegt auch Geld. 300 Ocken, glaube ich, wenn man sich einem Clan oder einer Tribe verdingt. Hier gibt es auch Gasmasken, aber ich weiß nicht, ob die Sinn machen im Moment. Warte mal, hier gibt es auf jeden Fall, habe ich eben gesehen, auch so. Flashlights, ja, gibt es auf jeden Fall. Gucke gerade. Ah, hier. Guck mal, kaufe ich Zweifel. Zack. Zwei im Angebot, oder was? Case. Nee, ich hol zwei. Zwei für den Preis. Genau, ein Goldding. Und wo kann ich die jetzt nochmal holen? Da musst du rechter Mausklick drauf und droppen. Die liegen dann automatisch im Global Inventory. Nee, im Global sollten die nicht liegen. Tun die aber. Nee. Die müssten in deinem Backpack liegen. Tun die nicht. Die ist da, wenn ich die über dieses Dings kaufe, nicht. Komisch. Dann versuch die mal in deinen Backpack reinzuziehen einfach. Man kann auch Gold kaufen für echtes Geld wahrscheinlich, ne? Warte mal. Ich glaube, das kommt noch. Oh. Mir passiert. Gerade aus Versehen aus dem Spiel gekickt worden. Oh nein! Nee, ich bin wieder da. Sehr gut. Alles cool. Jetzt schnell wieder ins Global Inventory. So, versuch die mal jetzt in deinem Backpack das da zu nicht ziehen. Auf. Du taucht da nicht. Ah doch, jetzt ist das da. Genau, und dann musst du rechter Mausklick drauf und droppen. So, warte, ich gehe jetzt erstmal wieder auf Inventory und jetzt hier. Rechter Maus, drop. Hier liegt's jetzt. Hast du es? Mhm. Hab ich. Coole Sache. So, kann ich dich schon anleuchten hier, guck. Wo hast du die angemacht? Auf welchen Slot hast du gelegt? F, einfach nur F drücken. Achso. Yeah. Cool. Ach, cool, das ist ja echt das erste Mal so, dass man tatsächlich bei den anderen auch sieht und du wirst total geblendet. Das ist ja cool. Oh, da ist wieder einer. Das scheint ein Clan zu sein, ne? Ja, das ist so eine von diesen Tribes, nehme ich an.
Gut, dann können wir mal losstiefeln und ein bisschen looten. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Krempel. Vor allem Verbandszeug sollte man eigentlich mal brauchen. Verbandszeug bräuchte das, ist das Allerwichtigste eigentlich und das findet man irgendwie so selten. Wir müssen so ein bisschen die Krankenwagen angucken, die da so rumliegen, rumkreuchen und fleuchen. Geh dann mal raus hier. Man, das finde ich auch ganz gut, dass man noch ein paar Sekunden sicher ist. Und ich finde es auch ganz gut, dass es Safe Zone gibt, wo man dann mit Spielern noch kommunizieren kann, sich verabreden kann. Genau. Das ist nicht alles so knallhart, hier überall darfst du nicht fighten. Obwohl, andererseits hätte das auch was, ne? Ja. Wenn du gerade verhandelst und dann wirst du überfällst, wen der da gerade handelt. Ja, was, kann man drüber sich streiten. Was soll man denn jetzt als Ziel nehmen? Lakeside Heaven, sollen wir mal zu dem großen... Ja, finde ich gut, zum Hafen, zum sicheren Hafen angeblich. Dann müssen wir hier lang. Also müssen wir hier nochmal einmal ganz durchlaufen und dann hier in diese Richtung, ne? Richtig, ja. Willst du ganz hinten lang in der, was ist das, Wacker Street oder was? Können wir auch machen. Also ich dachte jetzt, ich bin jetzt einfach genau in die Richtung gelaufen. Die sind wir nicht. Ah doch, ja gut. Gehen wir einfach querfeldein, ne? Genau. Ich meine, wir sind jetzt was besser ausgerüstet. Ein bisschen aber nur. Wir brauchen trotzdem noch Loot, aber wir können jetzt ja auch mal ein bisschen aktiv nach Loot gucken. Das haben wir ja auch bisher noch kaum gemacht. Und vor allen Dingen, ja, da ist auch schon wieder einer, so einer, der nichts sehen kann. Die sehen echt aus wie die Viecher von Last of Us, oder? Ja, wie die Klicker, ne? Ja. So ein bisschen haben sie aber auf jeden Fall was davon. Boah. Last of Us habe ich ja mega... Hier ist irgendwas. Alter, Vorsicht. Shit, da. Das ist ein großer. Zwei. Sollen wir das mit dem anlegen? Greifst du an, ne? Ja. Hinter dir. Tot. Was zur Hölle? Ich glaube, ich versuche doch zu fliegen. Alter, die Großen, vergess es. Die natzen dich direkt weg. War ja toll, dass mir so paar tolle Sachen gebracht hat. Die lange Reise. Boah, aber mein Katana ist mega. Warte mal, ich muss wieder meine Sachen machen. Ach du Scheiße. Ich bin mega weit weg. Ha, ich bin in der Safe Zone. Puh, das war jetzt ja also gar nicht so glücklich verlaufen insgesamt. Ey, Alter, wie schnell ich hier sterbe, ist der Hammer. Aber also ich habe jetzt gerade gemerkt, mit diesem Katana, ne, hau ich die einmal an und die sind weg. Man musste nicht mehr fünfmal treffen, die Viecher. Also das ja, heißt, aber die Großen auch? Nee, die Großen natürlich nicht. Aber der Große ist... Ja, der Große hat mich gerade... Ich hatte 600 Leben, war tot direkt. Ja, bam, ja. Ein Treffer. Ja, da muss man aufpassen. Aber das ist natürlich insofern ganz cool zu wissen, weil das heißt halt einfach, dass wir mit dem Katana auch wesentlich besser zurechtkommen in der Welt an sich. Und wir leveln dann natürlich auch wesentlich schneller. Naja. Ja doch, wenn wir schneller Leute wegmachen... Ja, nee, klar. Dann, auf jeden Fall. Wegmachen, sagst du immer so schön. Wegmachen, ja. Ich wurde aber eher öfter weggemacht, als ich sie weggemacht habe. Ja. Alter, diese Viecher, die krassen, sind schon heftig, ey. Die sind schon ziemlich overpowered. Was machst du denn jetzt? Lässt du dich umbringen und versuchst nochmal näher zu spawnen? Nee, ich renne gerade hier über die Brücke. Wo bist du denn jetzt gerade? Es dauert ja nicht so lange. Noch ist das hier, also dieser Abschnitt, den wir bisher entdeckt haben. Also du bist klein. Jetzt, läufst jetzt auf Bridgeport zu, oder was? Ich bin genau über diese Brücke. Ich renne gerade über die. Genau, Riverside Outpost, wenn ich hin. Da habe ich natürlich die ganzen Sachen verloren, ne, die ich jetzt geholt habe mir so. Ja, das stimmt natürlich. Außer, warte mal, ich könnte mal gucken, ob ich deinen... Ja, guck doch mal, ob du diese Sachen nicht looten kannst, ja. Das könnte also die Axt sein. Wieder, ja, müsste doch eigentlich. Dann treffen wir uns nochmal vor dem Riverside Outpost. Ich habe die jetzt zwar alle weggemacht, ich bin da so ein bisschen... Can't fire in weißt der Weißt du noch, wo das war? Boah, wie geil hier, wie sieht das denn aus, wie hammerfett. Hammergeil. Recht. So. Jetzt versuche ich mal herauszufinden, wo wir denn da gewesen sind. Ich habe nämlich so ein bisschen die Orientierung verloren. Sind wir dorthin? Ich glaube, wir sind hier lang gelaufen. Müsste eigentlich östlich vom River sein. Ah, shit. Der Große ist wieder da. Nein. Aber er hat mich noch nicht gekriegt. Bisher. Oh, ich glaube, hier kommt gleich auch was in die Ecke. Also, ich brauche nicht mehr so die ewig. Sind aber langsam. Ja, von dem müssen wir abhauen. Ohne nee, Frage. Ich kämpfe gerade mit dem. Ja? Vorsicht, ein Hit, ne? Ein Hit, aber die sind so langsam. Ich habe ihn jetzt schon fünfmal getroffen. Habe ihn weggemacht. Sehr geil. Der ist tot. Und ich habe seinen Kopf aufgesammelt.
Du bist ein Held. So, und ich habe hier da all dein Zeug. Steht hier, liegt hier alles rum. Die Zuschauer werden es dir danken, mein Lieber. Allerdings. Du musst jetzt nur noch lebend hierher kommen. Ich müsste mal meinen Charakter wieder irgendwann hochskillen. Im Jetzt halt Level 1. Obwohl das Leben... Okay, warte, ich kämpfe. Komm her. So, ich gehe jetzt aber trotzdem wieder zurück in den... Oh, ich muss sie gerade mal fighten. Boah, du Gottverdammte. Dreckskanaille. Du Gottverdammte Dreckskanaille. Ich bin jetzt in der Safe Zone mit deinem ganzen Zeug. Ich habe alles gerettet. Ich bin der absolute Held. Du bist ein Held. Du bist ein Held. Ja, ich habe auch sogar den Glider. Also ich... Aber probier mal aus, ob du das hinkriegst mit dem Glider. Nee, momentan krieg ich's nicht hin. Hier sind so ein paar von diesen Explodern. Ist das auch noch nicht aktiviert. Nee, das glaube ich nicht. Oh, das ist eine Ratte. Sehr krass. Obwohl, die Ratten auf dem Boden. So, Alter, wie sehen die denn aus? Wo kommst du her? Voll rum. Achso, von dort. Ah, also ich bin gleich im Riverside. Sehen können. Outpost. Ich brauche nicht mehr so ewig. Ich stehe hier und warte auf dich, meine Prinzessin. Oh Gott. Ja, ich lasse meine Haare. Ich lasse mein Haar herunter. Rapunzel. Ja, ja. Warte, nee, ich muss brauch noch ein bisschen. War schon eine Ecke jetzt hier, die ich rennen musste. Wie geil, wenn man hier immer überall so ein bisschen diese Viecher sieht, die halt so völlig alleine irgendwo durch Vorgärten laufen. Sieht schon echt lustig aus. Okay, ich bin mal Riverside Outpost, muss jetzt aber von hinten reinkommen irgendwie. Okay. Boah, das sieht so übel aus. Also grafisch, atmosphärisch ist das schon natürlich schon erste Sahne. Super, ja, super. Fällt mir auch echt gut. Ah, warte mal, ich sehe dich, glaube ich. Kann das sein? Warte, warte, Achtung, ich muss hier was unternehmen. Machst du gerade diesen Typen weg? Alter, treffe ich den nicht? Was soll das? Ey, mach doch nicht so ein riskantes Zeug hier. Du stirbst gleich wieder. Alter. Ja, ich bin voll geleckt gerade. Ja, aber nichts. Keinen Schaden bekommen. Du hast keinen Schaden bekommen, sehr gut. Dann komm ich jetzt einfach hoch, die... Da, oh, ja. Wir müssen hier Devices reparieren. Wir haben nur eine Stunde Zeit. Oh, Devices repaired. Da ist auch hier... Guck dir mal das an. Hier. Ach du Scheiße. Gib mir die Waffe rum. Oh mein Gott. Ja. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, was das hier zu bedeuten hat. Oh, es leckt gerade. Kein Wind an uns! Nein! Oh, Scheiße, Mann. 72 Leben nur noch. Mich hat's fett erwischt. Ich glaube, das war ich sogar aus Versehen. Der ist weg. Einer ist weg, der andere ist noch da, aber der ist weit weg. Ich bin schwer verletzt. Ich glaube, wir haben hier gerade... Warte, nein, da! Hab ihn. Warte! Alter! Ah, nimm die Waffe, nimm die Waffe! Na gut, nehme ich die mal, ne? Oder willst du die haben? Ich habe noch 106, ich bin gleich tot wahrscheinlich, wenn wir jetzt nicht... Ich habe nur noch 92. Komm, weiter nach oben, da weiter oben nach oben. Da oben kommen noch welche, warte, ich will crawlen. Ach Gottchen! Okay, nach oben, ich bin dabei. Tschö! Boah, ich weiß nicht... Moment, ich hinter, muss meine hinter, Waffe... Hinter. Alter, wer ist für ein Todeskampf? Ja, du hast ihn. Sauber. Okay. Komm nach oben, weiter nach oben. Da kommt noch einer. Warte, stopp. Oh, shit. Ich komm zu dir. Der ist zu stark. Nein! Alter, nein. Ich hab mich umgebracht. Nein! Ich hab ihn... Nein! Boah, Alter, wie heftig war das denn jetzt? Dass man sich nicht... in keinster Weise heilen kann, ist einfach so fies. Alter Schwede. Boah. Ich find's aber trotzdem dahin. Geil. Ja, war heftig. Wir müssen unsere Sachen sammeln. Die müssen ja eigentlich noch liegen, oder? Ja. So, also ab zum Riverside. Aber jetzt aber echt, ey. Das ist aber richtig laufen. Boah, jetzt heißt es handeln. Ich bin auf der anderen Seite der Brücke. Ich bin auch ziemlich... Boah, also noch eine Ecke, Alter. Weiter weg. Und das Ding ist halt, wahrscheinlich sind da jetzt noch mehr Viecher, oder? Ja, das kann gut sein. Jetzt falsch? Oh, nee, jetzt wenn wir Glück haben, dann rüber. Kriegen wir sehr schnell unsere Waffen. Du hattest diese andere Sache, die Waffe hattest du nicht ausgerüstet, weil mit der hättest du ja nee, echt konnte ich, schießen können. Konnte ich noch nicht. Ich hatte ja keine Zeit, musste metzeln. Die ganze waren ja Viecher da, weißt du? Also du kannst mit dem Mausrad, okay. Musst du aufpassen, wenn du da eine Ranged Weapon hast, dann kannst du mit dem Mausrad die auch auswählen, halt automatisch. Ich habe eigentlich sogar ganz gut gekämpft. Slot okay. Ah, das wusste ich nicht. Sehr gut zu wissen. Ja gut, wir müssen es ja auch erstmal einfinden. Am Anfang ist ja ganz normal, ey. Das ist jetzt, weiß ich nicht, wir haben jetzt vielleicht 2 Stunden Spielzeit auf dem Buckel. Ja, nicht mal. Nicht mal, ja? Wir haben jetzt und ja die so, dritte Folge, oder? Ja, genau, dritte Folge. Gut, wir beide haben es ja vorher schon mal angespielt, aber es war ja auch schon was her. Insofern sind wir jetzt halt noch nicht die Experts. Ich find's aber trotzdem geil. Also das hat so richtig,
man hat hier wirklich das Gefühl, dass es bedrohlich ist. Bei den anderen Spielen ist es irgendwie immer, kam dann relativ schnell der Punkt, wo man gesagt hat, ja gut, da kommt man jetzt aber relativ gut durch halt irgendwie, ne? Also boah, bei DayZ habe ich das so gar nicht. Nee, bei DayZ vielleicht nicht, das stimmt. Da bin ich so unter Strom, wenn ich das sehe, doch, das habe ich extrem bei dem Game. Aber, ja, du hast recht. Wir hätten, glaube ich, laufen müssen. Ich finde auch ein bisschen schade, dass der Trend da hingegangen ist, ehrlich gesagt. Der Trend ist ja so ein bisschen zu Spiele für jedermann. Ja, dass du einfach so, die halt immer einfacher werden irgendwie auch. Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Das Wichtigste am Spiel ist mir eh die Atmosphäre, nicht ob es schwer oder einfach ist. Und natürlich trägt er auch so eine gute Storyline zu bei, wie bei The Last of Us. The Last of Us macht halt auch das Weltdesign einiges aus. Oh, ich bin im Riverside Post und das ist alt. Alter, hier sind so viele. Ja. Überleben wir das überhaupt? Vielleicht auch da. Ich bin schon jetzt Level 2. Alter, keine Chance, ich bin da sofort tot. Ich hatte irgendwie 10 von diesen Viechern gegen mich. Scheiße, das werden wir nicht überleben wahrscheinlich, ne? Ich bin immer, ich bin wieder nah bei dem Riverside Post, verdammte Axt, ich will mein Zeug wieder haben. Aber solange da die ganzen Viecher sind, ne, holt auch keiner unser Zeug. Das ist halt der Vorteil. Ich will das Zeug auch wieder haben. Alter, komme ich jetzt hier? Ja doch, da komme ich bestimmt irgendwie durch die Straße. Wo man hier ist. Riesenstatue. Unser Riverside Outpost, ne? Den haben wir jetzt lieb gelernt. Lieb gewonnen. Unser Jude Riverside Outpost, ey. Ah, der Jude, Alter. Der Jude Riverside Outpost. Viele Freunde gemacht haben. Der Jude Riverside Outpost? Ja. Hört sich falsch an. Ja? Ah, da oben, guck mal, die Kreatur. Der Jude. Also der Jude, ey. Der Jude von Jude halt. Nicht ja, ich weiß Jude natürlich. Ich hab das richtig verstanden. Aber einige Zuschauer wollen sich denken, was meint der Rumpi mit Jude Riverside? Nee, das hat nichts mit Jude zu tun. Jude heißt in, wir kommen aus der Kölsche Region. Ja, Kölsche Region. Das ist Jod, Jod, Jod. Das ist Jod. Das heißt Jude. Und gut. Genau. So weit, so gut. So weit, so gut. So. So, ich bin wieder beim Heli. Oh Gott. Oh Gott. Alter, hier ist die Hölle los. Du bist auch gleich tot. Ich komme jetzt übrigens auch wieder. Also, wenn du jetzt noch kurz wartest, dann können wir da zusammen reingehen und versuchen rumzuschnetzeln. Oh, zu spät. Bist du tot? Nee. Lebe noch. Aber wo liegen unsere Sachen, Gottverdammt? Ja, die liegen da auf der ersten Etage. Ah ja. Ah Gott, ich muss ja, brauche ja ewig, bis ich die aufgehoben habe. Ich bin gleich da. Ah, da sehe ich schon die ersten. Werde angekotzt. Nein, ich bin hier drin. Gefangen. Tot. Alter. Alter Schwede. Alter, null. Ich grad, bin ganz nervös. Gerade eben hast du doch gesagt, ich find's auch gut, dass das nicht für jedermann ist, ne? Und jetzt ist er schon voll genervt. Ja, voll genervt bin ich gerade. Nee, gar nicht, aber ich meine bloß, das passiert jetzt gleich. Ich fände es eigentlich gerade sogar ganz witzig. 0 of 3 Devices repaired. Wir müssen einfach nur diese Dinger reparieren. Ich weiß bloß nicht, wo das ja, ist. Ja, wir müssen den Outpost wieder in Gang setzen und dann kommen ah, da wieder ich hab Leute. Ich habe den ersten. Ja, ich repariere gerade das erste Ding. Wir müssen einfach nur woanders hingehen, woanders reingehen und versuchen, die Dinger zu reparieren. Warte, ich komm mal zu dir, Alter. So, einmal repaired. Also sorry Leute, jetzt hier dafür, dass ich hier im laufenden Band wieder abscheiße, aber ihr seht es ja selber, es ist nicht so leicht und wir sind halt noch ein paar Kackboons. Nee, es ist total super, wir können hier was zeigen, nämlich, dass man hier irgendwelche Apparate reparieren muss und wenn man die repariert hat, dann ist das nämlich Ganze wieder gesichert. Ja, das sind diese Nether-Dinger, ne? Oh Gott. Oh nein! Nein, das ist der Starke. Alter, wie viele sind Alter, das denn? Alter, die werfen so eine Kotzscheiße auf einen und dann ist nichts mehr. Ja. Zur Hölle. Was zur Hölle? Und man verlangsamt sich. Nein, tu mir nichts. Wo bist du? Tot. Oh. Alter, ja. Oh, jetzt hätte ich gern ein Motorrad, ey. Boah, das spawnen immer mehr. Wo sind die Dinger? Wie sehen die aus? Das sind so große Masten. So riesengroße Masken. Und darunter sieht es so aus, als wären da so lauter Autobatterien. Ah, diesmal bin ich total weit weg gespawnt. Ich sehe keinen.
Doch, da gibt's immer wieder, also gibt's einige. Da, wo ich gerade gewesen bin, wo ganz viele waren, wenn du mich gesehen hast, da war auch ein Mast. Und wie gesagt, einen habe ich schon repariert. Ah, doch, warte, da ist einer. Und wir schaffen das, Rumpi. Ja, wenn ich jetzt wieder zu dir kommen könnte, das dauert jetzt aber ein bisschen, weil ich jetzt nicht weit laufen muss. Ja, den Mast hast du bestimmt repariert. Einen Mast habe ich repariert. Einen habe ich auf der oberen Etage? Auf der ersten Etage habe ich einen Mast repariert. Genau, in dem stehe ich. Ja, genau. Wenn du jetzt weiter hochläufst, dann... muss aber echt aufpassen, dass dich die Typen nicht sehen, weil wenn die dich sehen, dann ist aus. Da kommen gleich irgendwie 20 von denen und du bist tot. Die gehen ja auch nicht weg, Mann. Ich hätte gerne jetzt ein Motorrad. Wo hast du nur das gefunden? Boah, das ist krass. Wie sieht denn sowas aus? War in der Straßenecke. Ah! Geht's wieder ab? Geht's wieder ab bei dir? Du Schwein! Ich hab ihn zweimal getroffen, ein Böser. Aber nur einer? Du hast ja noch Glück. Wie die sich hinter dir herbeamen. Nee, ich bin dabei. Von Glück kann man noch nicht reden, Rumpi. Boah, die vertragen ganz schön viel. Ja, komm her, du Schwein! Boah, ich hab dem einiges reingedeult. 8 Messerstiche. Jetzt! Level 3. Boah, vielleicht kann ich mich ranpirschen. Oh, versuch diesen Mast zu reparieren, das wäre so geil, wenn du das alles kriegst. Ich probier erstmal unser Zeug zu kriegen gerade, da bin ich in der Nähe. Das wäre so geil. Okay, nächster bitte. Komm her, du Scheißvieh. Oh Gott, das ist so... Jetzt weiß ich langsam, wie er tickt. Alter, der hat mich angekotzt, was soll die Scheiße, das kann ja wohl nicht sein. Oh nein. Ich habe ein Fahrzeug gefunden. Ja. Nether. Ja. Boss. Boah, leck, das ist ja unfassbar, das Fahrzeug. Ja, das leckt unfassbar. Nein! Die Hölle ist ausgebrochen. Warte, ich renne jetzt zu dem Gerät. Vielleicht schaffe ich es noch. Hier liegt der Rumpel, hier ist er gestorben. Nein! Nimm das Fahrzeug mit. Aber das fragt ja, das geht ja gar nicht, ey. Damit kannst du ja gar nicht fahren. Nee, das war mit dem Moped auch voll ätzend. Vor allem mit der Maussteuerung nach links, rechts, ne? Das kannst du ja völlig vergessen. Ah, jetzt bin ich wieder am Randolph Market. Ja, vielleicht machen wir hier mal ein kleines Folgenpäuschen und sehen uns wieder. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, unser Zeug noch wiederzukriegen, ne? Ja, in der nächsten Episode machen wir es direkt, genau. Ne? Oder? Ne? Bis dahin, liebe Freunde. Haut rein, bis dann. Tschüss.